abgestürzt durch einen verheerenden Brand. Ein Feuer, das keiner bemerkt. Ein Zusammenprall aus dem Nichts. Ein Flugzeugsitz als Todesfalle. Katastrophen haben die Luftfahrt für immer verändert. Denn Wissenschaftler untersuchen die Ursachen von Flugzeugunglücken und entwickeln neue Systeme, die das Fliegen sicherer machen. Januar 1990. Der JFK-Flughafen in New York ist von dichtem Nebel umhüllt. Die Flugzeuge kreisen in der Warteschleife. Schließlich bereitet der Tower den Flug 052 der Avianca Airlines für die Landung vor. Bei einer Höhe von 150 Metern treten Turbulenzen auf und die Piloten brechen den Landeanflug ab. Dann gibt der Pilot eine weitere Nachricht durch. Die Boeing 707 fliegt mit dem letzten Tropfen. Die Maschine der kolumbianischen Fluglinie war zu diesem Zeitpunkt bereits auf Long Island abgestürzt. Da der Tank leer war, hatte auch kein Feuer ausbrechen können. Der Rumpf schlug auf einem Hang auf und zerbrach in zwei Teile. 85 Überlebende, 73 Tote. Als Barry Trotter und sein Team von der Flugsicherheitsbehörde das Wrack untersuchen, machen sie eine erschreckende Entdeckung. Die meisten Menschen starben, weil sich die Sitze losrissen. Die Reisenden schossen angeschnallt in ihren Sitzen nach vorne und prallten gegen die Passagiere, die vor ihnen saßen. Das muss man sich vorstellen. Der Flugzeugrumpf schützte die Menschen. Aber sie wurden durch die Sitze getötet. Die Sicherheitsgurte funktionierten. Und alle waren angeschnallt. Aber mit einem Sitz, der nicht in seinen Angeln bleibt, verliert man jeden Schutz des Haltesystems. Man wird mit dem Sitz herausgeschleudert. Es ist nicht das erste Mal, dass die Sitze versagt haben. 8 Jahre zuvor geschah ein ähnlicher Vorfall. Eine Maschine der Air Florida stürzte in den Potomac River. Die Ermittler fanden heraus, dass viele der Opfer nicht durch die Notlandung und nicht während der Kollision mit der Brücke getötet wurden. Die meisten starben durch herumschleudernde Sitze. Anfang der 90er Jahre erlebt die Luftfahrt bahnbrechende Neuerungen durch die Digitaltechnik. Doch im Kabineninneren steckt die Entwicklung noch in den 50er Jahren. Die Standards stammen aus dem Jahr 1952. Die Flugzeugsitze halten eine Kraft aus, die nur 9-mal stärker ist als die Schwerkraft. Das ist das Körperimitat für den statischen Test, der die 9G-Sitze prüfen soll. Dieses Holzstück wurde mit dem Gurt an den Sitz geschnallt und dann Kräften bis 9G ausgesetzt. Hier sieht man einen solchen Test. Der angeschnallte Holzblock, auf den eine 9G-Kraft aus allen Richtungen ausgeübt wird. Das Problem war, dass es ein statischer Test ist. Es wurde also eine langsame Belastung eingesetzt. Bei einem Unfall handelt es sich natürlich um eine plötzliche Belastung. In den 70er Jahren führten die Ingenieure zwar dynamische Tests durch, aber nur mit dem Flugzeugrumpf und nicht speziell mit den Sitzen. Erst 1981 begann die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde mit dynamischen Tests für Flugzeugsitze. Ein spektakuläres Video demonstriert das Problem mit den 9G-Sitzen. Wir sehen hier Flying Freddy. Freddy entlarvt die fatalen Fehler. Die Stuhlbeine sind auf einer Schiene angebracht. Beim Aufprall biegen sich die Schienen und der Sitz bricht ab.
Die Stuhlbeine bestehen aus dünnem Stahl und können nicht die kinetische Energie auffangen, die bei einem Aufprall frei wird. Das ist ein typischer 9G-Sitz. Genau so sollte es nicht gemacht werden. Dieses Stuhlbein hier besitzt nicht die geringste Flexibilität. Es lässt sich nicht von der einen zur anderen Seite schwenken. Wenn sich der Boden verformt, wird nur eine Seite der Schiene belastet und bricht schnell ab. Es gibt noch ein anderes Problem. Bei den statischen Tests wirken geringere Kräfte. Dafür hatte Aluminium wie hier völlig ausgereicht. Aber Alu ist ziemlich brüchig, besonders wenn es dynamischen Kräften ausgesetzt ist. Der 9G-Sitz war also passé. Aber welche Kräfte müsste ein Flugzeugsitz aushalten können? Wir haben lange geforscht, um herauszufinden, welchem G-Niveau Menschen in einem abstürzenden Flugzeug ausgesetzt sind. Wir simulierten Stürze und maßen die auftretende Kraft. Auf der Falltestanlage der NASA zeigt sich, dass Passagiere und Flugzeugboden eine enorme Krafteinwirkung überstehen können. Die G-Kraft ist im Wesentlichen die Erdanziehungskraft. Eine Person, die 80 Kilogramm wiegt, presst also genau diese 80 Kilogramm in den Sitz. Wird nun eine Kraft von 16 G ausgeübt, ist die einwirkende Kraft 16 mal höher als das Eigengewicht. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA setzt nicht nur ein neues G-Niveau fest. Der neue Sitz soll es aushalten können, diese Schiene mit 13 Metern in der Sekunde entlang zu rasen und einen 16G-Aufprall auszuhalten. Die Struktur des Sitzes sollte stabil und zugleich leicht sein. Das Ganze führte zunächst in eine Pattsituation. Wenn man den Sitz durch Gewicht stabiler macht, dann wirkt einem genau das Gewicht in dynamischen Tests entgegen. Die Hersteller fertigten dann Prototypen an. Wir brachten sie auf unsere Testbahn und sie brachen ausnahmslos raus und flogen aus der Halterung. Viele Stunden wurden in die Konstruktion der Sitze gesteckt, nur um sie dann auf unsere Testbahn zu bringen und sie scheitern zu sehen. Während die Tests auf Hochtouren laufen, fliegen die Passagiermaschinen weiterhin mit 9G-Sitzen aus dem Jahr 1953. 1986 endlich der Durchbruch. Das ist einer der ersten Sitze, die den 16G-Test bestanden haben. Das gelang mit einigen Neuerungen. Ein schwenkbarer Fuß und ein flexibler Rahmen. Dieser Fuß kann sogar auf der Schiene bleiben, wenn sie sich durch einen Aufprall verformt. Dieser bogenförmige Teil des Rohrs kann sich leicht strecken bzw. dehnen, anstatt zu brechen wie bei den 9G-Sitzen. Und das ist die Lösung. Ein flexibler Gewindebolzen wird am Ende des Sitzes fixiert. Wenn sich die Schiene biegt, schwingt der Fuß hin und her, anstatt herauszubrechen. Die hinteren Stuhlbeine haben eine C-Form. Bei einem Aufprall strecken sich die hinteren Beine, die vorderen werden zusammengedrückt. So absorbiert der Sitz die kinetische Energie beim Aufprall. Als der Sitz bei 16G auf der Schiene blieb, waren alle begeistert. Wir sprangen in die Luft und brüllten rum vor Freude. 1987 wurden die ersten 16G-Sitze eingebaut, aber nur in die neuen Flugzeuge. Man scheute die Kosten, die sich bei einer Rundumerneuerung aller Maschinen ergeben hätten. Ein Jahr später stürzte eine Boeing 737 über einer Schnellstraße in Großbritannien ab.
Die zerstörte Boeing ist erst vor 4 Monaten vom Band gelaufen. Kaum vorstellbar, dass jemand überlebt hat. 47 Menschen sterben. Aber dass 74 Passagiere überleben, schreibt man den neuen 16G-Sitzen zu. Es war das erste Unglück, bei dem Sitze involviert waren, die hier getestet worden sind und einem 16G-Level entsprechen. Aber die Maschine der Avianca Airlines hatte noch die alten Sitze. Die Experten sind überzeugt, viele der Passagiere hätten überlebt, wenn die neuen Sitze installiert gewesen wären. Erst im Oktober 2009 wurde es Pflicht, die neuen Sitze zu installieren. Über Los Angeles ist der Luftraum besonders stark frequentiert. Allein im Jahr 2008 wurden fast 60 Millionen Passagiere im Flughafen von LA abgefertigt. Das gesamte Areal und der Luftraum unterstehen einer engmaschigen Kontrolle. Auf einer Fläche von 18.000 Quadratkilometern mit 25 Terminals arbeiten etwa 300 Mitarbeiter der Flugsicherung. 31. August 1986. Ein klarer Tag mit guter Sicht. Um 11.46 Uhr gibt der Tower des Flughafens den Landeanflug für die Maschine 498 der Aeromexico frei. An Bord befinden sich 58 Passagiere und 6 Crewmitglieder. 6 Minuten später verschwindet die DC-9 vom Radar. Ein Fotograf fängt den Moment ein, in dem das Flugzeug sprichwörtlich vom Himmel fällt. Wir reden hier von Tonnen Aluminium und anderen Teilen, die völlig unkontrolliert vom Himmel fallen. Die DC-9 stürzt über einem Wohngebiet ab. Man sah Rauch und überall Feuer und eine enorme Spur der Verwüstung. Es war ein Blutbad. Die Rettungsmannschaft stößt schnell auf die Ursache des Unglücks. Sie finden die Trümmer von 2 Maschinen, die der DC-9 und die Reste einer 2-sitzigen Piper. 67 Menschen in den Flugzeugen und 15 weitere am Boden sterben. Wie konnte das bei einem nahezu perfekten Überwachungssystem passieren? Sie prüfen die Flugdaten. Die Piper ist 12 Minuten vor dem Zusammenstoß von einem kleineren Flughafen gestartet. Das Sportflugzeug steigt auf eine falsche Höhe und tritt in den Luftraum des großen Flughafens ein. Die Maschine rast direkt in die Aeromexico hinein. Der Fluglotse ahnte nicht, dass die Piper da war. Die Crew der Aeromexico ebenso wenig. Und die Piloten der Piper wussten wahrscheinlich auch nicht, dass sie sich im falschen Luftraum und in großer Gefahr befanden, bis zur Kollision. Alle Piloten lernen als erstes die Regeln der Staffelung. Das bedeutet, im Luftraum die Augen offen zu halten. Diese als See and Avoid bekannte Methode scheint eher unbeholfen. Der ehemalige Pilot John Cox weiß auch warum. Es ist sehr schwierig, kleine Flugzeuge zu sehen, besonders wenn sie sich bereits in der bedrohlichen Position befinden. Nicht mal die Umrisse sind richtig zu erkennen. Sie sind schwer zu sehen. Diese 2 Flugzeuge fliegen wohl überlegt auf Kollisionskurs. Wir nähern uns jetzt dem anderen Flugzeug. Es ist etwa 28 Kilometer vor uns. Wir fliegen mit etwa 450 Stundenkilometern. In wenigen Sekunden würden sie aufeinandertreffen. Erst jetzt sieht der Co-Pilot das andere Flugzeug. Beide müssen schnell reagieren. Er hat abgedreht. Hätten die Piloten nicht aufgepasst, wären sie mit dem anderen Flugzeug kollidiert. Das menschliche Auge kann diese kleinen Flecken am Horizont nur schwer erkennen. So ein Punkt scheint sich in der Ferne überhaupt nicht zu bewegen. So ist es extrem schwierig, etwas zu erkennen, selbst an einem klaren Tag. Das Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, hat die Effektivität der See-and-Avoid-Methode genauer unter die Lupe genommen. In diesem Fall näherten sich die Flugzeuge mit einer relativen Geschwindigkeit von 550 Stundenkilometern. Um ausweichen zu können, muss man die Maschine etwa in 1,5 Kilometern Entfernung sehen. Das sind etwa 13 Sekunden bis zu einer Kollision. Als das Sportflugzeug 1,5 Kilometer entfernt war, war es so groß wie eine 1-Cent-Münze in 12 Meter Entfernung.
Wie riskant es war, sich nur auf die Augen der Piloten zu verlassen, wurde in den 50er Jahren deutlich. Die Technik hatte sich weiterentwickelt, die Flugzeuge waren schneller geworden. 1956 tötet eine Kollision über dem Grand Canyon 128 Menschen. Zu dieser Zeit eines der schlimmsten Flugzeugunglücke und ein deutliches Alarmzeichen. Forscher versuchen, ein Kollisionsvermeidungssystem zu entwickeln. Die Arbeit wird allerdings nach 6 Monaten wieder eingestellt. Man scheitert an der fehlenden Technologie. In den späten 1970er Jahren schreitet die Entwicklung der Luftfahrtelektronik voran. Die Flugzeuge verfügen nun über einen sogenannten Flugfunktransponder. Durch die Signale des Transponders kann die Flugsicherung die Position und Höhe des Flugzeugs bestimmen und über einen Peilempfänger Signale zurückschicken. Aber diese Methode ist störanfällig und Piloten benötigen absolut verlässliche Daten. 1978 kollidierte eine Boeing 727 mit einer einmotorigen Cessna auf dem Landeanflug über San Diego. 137 Menschen sterben. Infolge dieser Tragödie entwickelt das Team von John Andrews ein Antikollisionssystem, das Traffic Alert Collision Avoidance System, kurz TCAS. Die Piloten sollen direkt im Cockpit gewarnt werden können, wenn sich ein gefährdendes Objekt dem Flugzeug nähert. Viele hundert Teststunden waren nötig, bis das System wirklich funktionierte und wir es einbauen konnten. Andrews testete den Prototyp, indem er den fatalen San Diego-Flug nachstellte. Wir präparierten eine 727 und ein kleines Flugzeug, genau derselbe Typ wie bei dem Unfall. Wir wollten prüfen, ob mit dem Antikollisionssystem TCAS der Unfall hätte vermieden werden können. Und es funktionierte mit den bereits existierenden Transpondern. Das Warnsystem empfängt Signale aus einer Entfernung von bis zu 74 Kilometern. Das TCAS errechnet dann aus Annäherungsgeschwindigkeit, Richtung, Höhe, Steig- und Sinkrate ein Lagebild. Befinden sich Maschinen auf Kollisionskurs, signalisiert das Warnsystem, dass eine Maschine aufsteigen und die andere sinken soll. Aber jedes Gerät kostet $60.000. Es gab eine Zeit lang offenen Widerstand, alle Passagierflugzeuge mit TCAS auszustatten. Es wurde für zu teuer erachtet. Dann, 8 Jahre später, die Kollision über Los Angeles. Eine grausame Wiederholung des Unfalls von San Diego. Diese Kollision war das Schlüsselereignis. Schon bald gehörte das System zur Standardausstattung aller Passagierflugzeuge. 1993 wurde das Kollisionswarnsystem für alle US-Flugzeuge mit mehr als 30 Passagieren obligatorisch. In Europa muss das TCAS seit 2005 in allen Flugzeugen mit mehr als 19 Sitzen installiert sein. Heute muss jede Maschine, die in den amerikanischen Luftraum eintritt, über das Warnsystem verfügen. TCAS hat sprichwörtlich einige Flugzeuge gerettet. Auch eins, das ich geflogen hatte. Wir wären wahrscheinlich mit einer kleinen Maschine über Florida kollidiert, ohne die Warnung. Ich flog etwa 20 Jahre rein auf Sicht und etwa 20 Jahre mit TCAS. Und es ist eine komplett andere Sache. Manchmal treffe ich Piloten. Und wenn ich ihnen sage, dass wir das TCAS entwickelt haben, dann erzählen Sie, wie Ihnen das Kollisionswarnsystem das Leben gerettet hat. Erster Juni 1999. Die Maschine der American Airlines mit der Flugnummer 1420 nähert sich der Landebahn in Little Rock. Als sie auf die Rollbahn zusteuert, gerät sie in ein Gewitter. Es war eine sehr stürmische Nacht und das Flugzeug hatte Verspätung. Sie landeten auf einer regenüberfluteten Rollbahn bei starkem Wind. Sie landeten am hinteren Teil der Bahn, weil einfach zu viel los war.
Erst seitwärts, dann in die Mitte. Sie schossen über das Ende hinaus. Wir fuhren immer weiter. Dann rutschten wir und ich erinnere mich, dass die Stewardess rief, festhalten. Das Flugzeug drehte und begann zu rutschen. Ich betete, dass ich meine Eltern wiedersehen werde. Die meisten Passagiere überleben. Der Pilot und 10 Menschen sterben. Die anderen 134 haben enormes Glück, denn das Flugzeug kommt erst kurz vor einem Fluss zum Stehen. Die Ermittler rekonstruieren die letzten Sekunden des Unglücks. Das Flugzeug kommt mit hohem Tempo von der Bahn ab, streift eine Beleuchtungsanlage, bricht in 3 Teile und steht in Flammen. Die Ermittler urteilen, der Pilot hätte bei einem Sturm dieser Stärke nicht landen dürfen. Dieses Unglück wird als sogenanntes Runway Overrun klassifiziert, ein Überschreiten der Landebahn. Die meisten Fälle werden gar nicht registriert. Die Flugzeuge bleiben einfach im Morast stecken. Rollbahnüberschreitungen passieren alarmierend oft. Allein in den USA treten solche Fälle alle 10 Tage auf. Und das beim Starten wie beim Landen. Insgesamt machen sie etwa ein Viertel aller Luftfahrtunfälle aus. Southwest Flug 1455 rutscht in Burbank über die Rollbahn hinaus und stoppt kurz vor einer Tankstelle. Zwischen einer startenden 747 und einer bewohnten Umgebung sollten mehr als 25 Meter Platz sein. Die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde empfiehlt, dass Rollbahnen einen zusätzlichen Sicherheitsbereich von 300 Metern haben sollten. Aber die meisten Flughäfen sind vor dem Zeitalter der großen Jets gebaut worden und die älteren haben oft keinen Platz für eine Erweiterung. Dazu gehört auch Little Rock mit einem der ältesten Flughäfen. Der Sicherheitsbereich der Rollbahn war nur 140 Meter lang, also weniger als die Hälfte der empfohlenen Länge. Beim New Yorker Flughafen JFK sind die Bedingungen noch ungünstiger. An 3 Seiten ist er von Wasser umgeben. Am 28. Februar 1984 schießt eine DC-10 über die Rollbahn hinaus und landet in der Jamaica Bay. Wie durch ein Wunder überleben alle 177 Passagiere und die Crew. Betriebsleiterin des JFK ist Pamela Phillips. Es gab das Problem mit den Overruns. Was konnten wir also tun, um die Entwicklung in diesem Bereich voranzutreiben? Wir mussten etwas Neues, etwas völlig anderes in Betracht ziehen. Etwas, das Flugzeuge schnell zum Halten bringt, wenn sie übers Ziel hinausschießen. Wie so oft lassen sich die Experten der zivilen Luftfahrt von den Kollegen beim Militär inspirieren. Blockiersysteme bremsen Kampfjets, die mit hoher Geschwindigkeit auf einer 180 Meter kurzen Bahn landen. Aber diese Flugzeuge sind so gebaut, dass sie den enormen Stoß absorbieren. Hält man ein ziviles Flugzeug durch eine Seilvorrichtung abrupt an, bewirkt die kinetische Energie, dass die Maschine kippt und schwer beschädigt wird. Man braucht also ein Material, das den größten Teil der Aufprallenergie absorbiert und das Flugzeug kontrolliert zum Halten bringt. Die Bundesluftfahrtbehörde FAA zieht dafür einen Phenolharz-Schaumstoff in Betracht. Ein Material, das stabil und trotzdem leicht und flexibel ist. Es handelt sich nicht um dieses flockige Zeug, das man aus der Hausisolierung kennt. Es ist eher ein fester Schaum. Das Material ähnelt den Blöcken, die Floristen für Gestecke verwenden. Doch einen Nachteil hat das Material. Es ist leicht entflammbar. Bei einem Unfall besteht die Gefahr, dass austretender Kraftstoff von dem Material aufgesogen wird und sich ein Feuer ausbreiten kann. Diese Erkenntnis war ein Rückschlag, aber die Wissenschaftler gaben den Schaum nicht auf. Sie versuchten es mit Schaumbeton, einem speziellen Beton, der mit einer chemischen Substanz vermischt wird. Dabei entstehen Luftblasen. Das Material ist hart, aber viel leichter als normaler Beton. Es ist voller Luftporen und kann nicht brennen. Wir dachten wirklich, das wäre es jetzt. Im Grunde ist es ein starkes Material, aber es hat auch seine Schwachstellen.
Es muss hart genug sein, einen Düsenstrahl und extreme Temperaturschwankungen auszuhalten. Die Materialtests verlaufen verheißungsvoll. Der Spezialbeton gibt unter dem Gewicht eines Flugzeugs nach, drückt sich zusammen und absorbiert die Energie des Fahrwerks. Das Flugzeug wird allmählich abgebremst. Als ob man mit einem Fahrrad durch tiefen Sand fahren würde. Die Theorie ist überzeugend, aber bewährt sie sich in der Praxis? Der große Tag war im Mai 1996. Wir hatten eine 115 Meter lange und 12 Meter breite Bahn gebaut und uns bei der FAA eine Boeing 727 ausgeliehen. Der Jet fährt mit 80 Kilometern pro Stunde. Einige unserer Mitarbeiter waren an Bord. Die 727 erreicht den Spezialbeton. Und das Fahrwerk absorbiert den Aufprall. Der tonnenschwere Koloss kommt zum Stehen. Das Flugzeug hielt innerhalb von 5 Metern des Bereichs, den unser Computer berechnet hatte. Alle waren begeistert. Es hat geklappt wie geplant. Mehr kann man nicht erwarten. Die Ingenieure nennen das Ganze Engineered Material Arresting System, kurz IMES. Nach dem erfolgreichen Test wurden die Landebahnen des JFK-Flughafens damit ausgestattet. Doch würde es sich bei einem echten Notfall bewähren? 3 Jahre blieb diese Frage unbeantwortet. Dann, am 8. Mai 1999, erhält Pamela Phillips einen Anruf. Es war Muttertag, ein Tag wie heute, regnerisch, grau. Ich werde diesen Telefonanruf nie vergessen. Eine Propellermaschine landet und rutscht direkt auf die IMES-Bahn. Ich kam hin und alles war okay. Keine Verletzte und keine Beschädigung am Flugzeug. Alles, was wir uns erhofft hatten, ist durch dieses Ereignis bestätigt worden. 4 Jahre später bremst die Notlandebahn eine Frachtmaschine. Und im Jahr 2005 bestand das System seine härteste Probe. Eine 300 Tonnen schwere 747, die mit 130 km/h auf die Bahn schnellte. Bis heute sind in 30 US-Flughäfen IMES-Bahnen gebaut worden. Auch in Little Rock. IMAS ist wahrscheinlich die revolutionärste Sicherheitsmaßnahme in der zivilen Luftfahrt. Zumindest in den mehr als 20 Jahren meiner Laufbahn. Absolut. 2. September 1998. Eine Maschine der Swiss Air fliegt von New York nach Genf. An Bord 229 Passagiere. Die Route führt über Kanada. Der verantwortliche Fluglotse Bill Pickerel. Um 10.15 Uhr verständigte man uns, dass ein Swiss Air Flug abdrehen will, um aus Sicherheitsgründen in Halifax zu landen. PAN bedeutet, dass ein Notfall vorliegt, aber es ist nicht die höchste Alarmstufe. Sie nahmen es nicht ernst, aber sie waren ja noch über dem Atlantik. Vor der Landung müssen sie noch Vorkehrungen treffen. Keine Spur von Dringlichkeit in den Stimmen der Piloten. Man konnte nicht ahnen, dass die Situation im Flugzeug sich bald ändern würde. Während der Pilot weiterredet, bricht die Verbindung plötzlich ab. Bill Pickerel beobachtet auf dem Radar, wie das Flugzeug in Richtung offenes Meer fliegt und schließlich verschwindet.
Dann folgten etwas mehr als 5 Minuten, fast 6. Ein Gefühl der Hilflosigkeit, wie man es sich nicht vorstellen kann. Ich befürchtete das Schlimmste und erwartete, dass sie ins Wasser gestürzt sind. Die Swiss Air war in den Atlantik gestürzt, etwa 10 Kilometer vor der Küste Nova Scotias. Ich hörte etwas, das nicht mal wie eine Explosion klang, eher wie ein Windstoß, der auf ein Haus trifft und die Fenster klirren. Als ich den Fernseher anstellte, waren überall die Nachrichten über das Unglück der Swiss Air zu sehen. Die Reporter stehen in Peggy's Cove und berichten über Rettungsversuche. Und ich denke nur, da ist überhaupt keine Hoffnung, dass es Überlebende gibt. Sie werden nur noch die Toten bergen. Durch die Fernsehberichte erfährt auch Larry Vance, Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde, von dem Unglück. Ich hörte es in den Nachrichten und sagte zu meiner Frau, da werde ich wohl bald involviert sein. Ich wartete also auf den Anruf. Die Untersuchung beginnt sofort. Das Team hat seine Basis in dem kleinen Fischerdorf Peggy's Cove eingerichtet. Die Stimmung in Peggy's Cove war gedrückt. Wir dachten an die 200 Leichen da draußen im Ozean. Für uns in der Sicherheitsbehörde war das die größte Untersuchung, die wir jemals hatten. Die Blackbox war schnell gefunden. Aber aus einem noch unbekannten Grund endete die Aufzeichnung bereits 6 Minuten vor dem Unfall. Der Schlüssel zum Rätsel liegt auf dem Meeresgrund. Als das Flugzeug auf die Wasseroberfläche aufprallte, zerschellte es in tausende Einzelteile. Jedes musste gefunden, geborgen und untersucht werden. Aber das Wrack liegt in einer Tiefe von 55 Metern. Eine langwierige Bergungsaktion liegt vor dem Team. Das Ganze wird über 35 Millionen Dollar kosten. Nach 15 Monaten haben die Helfer 98% des Flugzeugs an Land geholt. Jedes Stück wird zugeordnet und untersucht. Aber den ersten echten Hinweis liefern die Worte des Piloten. Das Wrack ist überwiegend verkohlt. Ebenso findet sich im Cockpit geschmolzenes Plastik, die Kontrolllampen sind verbrannt und die Kabel zerstört. All das weist auf ein verheerendes Feuer hin. Vermutlich sind die Flammen auch der Grund, warum der Datenschreiber plötzlich abbrach. Um den Ursprungsort des Feuers lokalisieren zu können, setzt das Team die 9 Meter der Flugzeugfront zusammen. Wir rekonstruierten den Rahmen des Flugzeugs, um den Verlauf des Feuers zu verstehen. Wir überlegten, wo es begann und wo es endet. Man beginnt am Feuerherd und verfolgt es dann weiter, wenn man weiß, wo der Feuerherd war. Wenn nicht, betrachtet man die am stärksten betroffenen Stellen und verfolgt die Spur zurück. Wir rekonstruierten also diesen Bereich des Flugzeugs, um zu sehen, wo das Feuer am stärksten gewütet hatte. Und von dort mussten wir zum Ursprung finden. Die Rekonstruktion des Flugzeugs enthüllt, dass das Feuer hinter der oberen Cockpitverkleidung begann und somit von der Crew unbemerkt blieb. Versteckte Brände gehören zu den gefährlichsten Situationen, die Piloten und Passagieren passieren können. Ein Feuer, das nicht entdeckt wird, breitet sich, falls das Feuer nicht erstickt, weiter aus und führt schließlich zum Absturz. Begann das Feuer hinter der Verkleidung, liegt die Ursache wahrscheinlich in der Elektrik. 240 Kilometer Kabel verlaufen durch das Flugzeug. Tausende Kabel liegen im Cockpit. Nach 4 Jahren sorgfältigster Untersuchung finden die Ermittler die Ursache für den Brand. Ein 15 cm langes Stück Draht. Offenbar hatte sich die Isolierung des Kupferkabels an einem Metallstück abgerieben. Es folgte ein Kurzschluss, der die angrenzenden Kabel anderer wichtiger Instrumente in Brand setzte. Das Flugzeug geriet außer Kontrolle und stürzte ins Wasser. Das Feuer breitete sich von der Cockpitdecke hinunter bis zur Bordküche aus. Sie liegt außerhalb der Pilotenkanzel. Man hat also eine Fläche von 8 Quadratmetern, die völlig zerstört wurde.
In der unmittelbaren Nähe des beschädigten Kabels liegt die Thermoschallisolation. Aber sie dürfte nicht in Brand geraten können. Wie also hat sich das Feuer ausgebreitet? Die Ermittler konzentrieren sich jetzt auf das Isolationsmaterial. Metallisierte Polyesterfolie. Die industriellen Standardtests zeigen, dass Polyester schrumpft, sich aber nicht entzündet. Mein Eindruck war, dass das System völlig versagt hatte. Das Zertifizierungssystem hat versagt. Es hat alle getäuscht, die für die Tauglichkeit dieses Flugzeugtyps zuständig waren. Und all die anderen, die ähnliches Material installiert hatten. Nun rückt das Prüfverfahren ins Zentrum der Ermittler. Und plötzlich tauchen andere Testberichte auf, die vermuten lassen, dass Polyester sehr wohl in Brand geraten kann. Die FAA installiert ein neues Prüfverfahren, bei dem das Material extremer Hitze ausgesetzt wird. Und die Ergebnisse sind erschreckend. Wir machten uns große Sorgen, dass andere Unfälle passieren könnten. Die FAA gab deswegen eine Flugtüchtigkeitsrichtlinie heraus, die den Austausch der metallisierten Polyesterfolie aus 700 Maschinen forderte. Das Polyester muss aus allen Flugzeugen entfernt werden. Die Wissenschaftler suchen jetzt nach einem Material, das nicht brennen kann. Sie entdecken Kapton, ein Polyimidprodukt mit hoher Hitzebeständigkeit. Chemisch betrachtet hat es eine Oberfläche, die eine Art Kohleschicht produziert, wenn sie Hitze ausgesetzt ist. Diese Schicht ist wichtig für ihre Feuerbeständigkeit, weil sie das Material vor dem Entflammen und Brennen bewahrt. Kapton überstand alle relevanten Tests ohne Probleme. Aber die FAA will ganz sicher gehen. Sie setzt Kapton einem 1500 Grad heißen Feuer aus. Bei dieser Temperatur würde das Flugzeug schmelzen. Das Kapton aber entzündet sich immer noch nicht. Das Wichtigste ist, dass sich das Feuer nicht ausbreitet, sondern von selbst ausgeht. Heute verhindert dieses Material weltweit, dass sich versteckte Feuer in Flugzeugen ausbreiten können. Los Angeles, 2. Februar 1991. Um 17.58 Uhr herrscht reger Betrieb im Tower des internationalen Flughafens. Eine Maschine der US Air aus Syracuse, New York, nähert sich dem Flughafen. Die 737 krachte von hinten in die Embraer und schob sich unter den Motor des linken Hauptfahrwerks. Die 737 driftete dann von der Rollbahn. Beide rutschten. Sie streiften das Gebäude mit 90 km/h. Ein riesiges Feuer. Es war eine Katastrophe. Und die Menschen in der Propellermaschine wussten nicht einmal, was mit ihnen geschah. Der Pilot bestätigt den Landeanflug bei der Flugsicherung. Die Sicht des Piloten ist stark beeinträchtigt. Ihn blendet die untergehende Sonne. Plötzlich nimmt er etwas auf der Rollbahn wahr. Als die Rettungsmannschaft auf der Rollbahn eintrifft, macht sie eine erstaunliche Entdeckung. Die Feuerwehrmänner sahen nicht, dass ein zweites Flugzeug involviert war. Zumindest anfangs nicht. Dann entdeckten sie einen Propeller, der nicht zur 737 gehörte, und suchten den Rest dieses Flugzeugs. Der Propeller gehört zu einer Turboprop-Maschine, die ihre Startfreigabe erwartete. Alle 12 Insassen der Turboprop und 22 Passagiere der Boeing 737 sterben bei dem Zusammenprall. Innerhalb weniger Stunden ist Ermittler John Cox vor Ort. Wir sahen eine 737, stark beschädigt durch den Aufprall, wie auch durch das folgende Feuer. Unter der Boeing lag die zusammengedrückte Embraer.
Es fiel schwer, dort zu ermitteln. Die Schuld lag bei der Fluglotsin des Towers in Los Angeles. Ihr war nicht mehr bewusst, dass sie vorher die Turboprop auf die Landebahn dirigiert hatte. Sie wusste nicht mehr genau, wo das Flugzeug war. 1493, runway 24 left. Irgendwann fühlt sich ein Fluglotse wahrscheinlich wie in einem Schraubstock. Große Flughäfen haben ein enormes Verkehrsaufkommen. Relativ leicht kann ein Lotse dabei aus dem Auge verlieren, wo sich gerade eine Maschine befindet. Zu den Aufgaben der Lotsen gehört es, die Flugzeuge in einer sicheren Distanz voneinander zu halten. Ein neuralgischer Bereich sind die Start- und Landebahnen. Wenn sich ein Flugzeug im Landeanflug befindet oder startet, ist das Rollfeld heiliger Boden und kein anderes Flugzeug darf dorthin. Das ist das Resultat, wenn gegen diese Regel verstoßen wird. März 1977, Teneriffa. Zwei Boeing 747 kollidieren bei schnellem Tempo auf der Rollbahn. 583 Menschen sterben. Es ist die schlimmste Katastrophe der Luftfahrtgeschichte. Dichter Nebel führte zu Missverständnissen bei der Verständigung. Ein menschlicher Fehler. Und die Technik hatte es nicht verhindern können. Den Flugverkehr zu kontrollieren gehört zu den härtesten Jobs. Die Fluglotsen der großen Flughäfen wie in New York müssen bis zu 100 Flüge in der Stunde dirigieren. Seit den 50er Jahren sind die meisten großen Flughäfen mit Radarsystemen ausgestattet. Der Bodenradar sendet Funkwellen aus, die vom Flugzeug reflektiert werden. So kann die Position der Maschine bestimmt werden. Doch die Lotsen müssen die empfangenen Signale mit dem jeweiligen Identifikationssignal des Flugzeugs abstimmen. Gerade in der Rush Hour erfordert das höchste Konzentration. Und die Signale des Radars können durch heftigen Regen, Schnee und Nebel gestört werden. Das Rollfeldradar hat einige Schwachstellen. Es gibt Situationen, in denen es nicht gut senden oder empfangen kann. Manchmal treten falsche Signale auf. Aber Techniker im amerikanischen Syracuse haben das sogenannte ASDE-System entwickelt. Ein Radarsystem, das den ganzen Flughafen und Bewegungen der Flugzeuge abbildet und anzeigen kann. Der Transponder eines Flugzeugs sendet Signale, die von Sensoren entlang der Rollbahn empfangen werden. Jede Bewegung der Maschine wird kontinuierlich aufgezeichnet. Die Sensoren liefern eine lückenlose Überwachung bei jedem Wetter. Die Daten erscheinen im Tower auf einem Monitor. Auf dem Monitor haben die Fluglotsen einen vollständigen Überblick über das Geschehen auf dem Flughafen. Kollisionen werden unwahrscheinlicher. Und die Flugzeuge müssen nicht mehr mühsam identifiziert werden. Das neue Radarsystem erkennt automatisch jedes Rufsignal. Wenn sich Flugzeuge auf der Rollbahn befinden, leuchten grüne Lichter auf dem Display und warnen den Lotsen. Er muss die Bahn freihalten. Auch der New Yorker JFK verfügt über das neue System. Dort hat es sich schon im Ernstfall bewährt. Eine 757 muss notlanden. Die Piloten haben im Cockpit Rauch entdeckt. Noch ist völlig unklar, was passiert ist. Aus Sicherheitsgründen werden Notarztwagen und Sicherheitsmannschaften zur Maschine geschickt. Wir haben eine Rampe und überall sind Leute verteilt. Wir wollen sicherstellen, dass alle Flugzeuge ferngehalten werden, bei Alpha und Bravo. Bei einer Evakuierung der Passagiere muss die Rollbahn blockiert werden. Auf dem Monitor erscheint für alle Lotsen sichtbar eine Warnung. Nähert sich ein Flugzeug dieser Rollbahn, ertönt ein weiteres deutliches Warnsignal. In manchen Fällen warnt es bis zu 15 Sekunden vorher, in anderen weniger als 10 Sekunden. Aber klar ist, selbst bei weniger als 10 Sekunden kann es zwischen Leben und Tod entscheiden. ASDE reduziert das Risiko einer Kollision enorm.
Mittlerweile ist das Radarsystem an 17 Flughäfen der USA installiert worden, einschließlich Los Angeles. Seitdem ist es zu keiner Kollision mehr gekommen. Boeing arbeitet nun an einer Erweiterung dieses Warnsystems. Eine Anlage speziell für das Cockpit. Im Flugsimulator bereiten sich diese Piloten auf ihren Start vor. Die Startbahn liegt in dichtem Nebel. Auf der Rollbahn warten sie auf die Startgenehmigung. Tower Boeing 001. I'm waiting for takeoff clearance. Aber es taucht ein Problem auf. Still waiting for my takeoff clearance. Warte noch immer auf die Startfreigabe. Aber hier sehe ich hinter mir ein Flugzeug, das gleich landen will, etwa 4 Kilometer entfernt. Der Co-Pilot meldet die Situation an den Tower und fragt, ob er ausweichen soll. Doch der Kontakt zum Kontrollturm ist abgebrochen. Das ist mir zu nah. Boeing One, ein Flugzeug von hinten. Wir verlassen die Rollbahn. Ohne das Warnsystem im Cockpit hätte dieser Vorfall in einer Katastrophe geendet. Nach Jahrzehnten der technischen Entwicklung gibt es Sicherheitssysteme gegen Kollisionen am Boden und in der Luft, gegen Feuer und gegen Rollbahnüberschreitungen. Doch eins bleibt immer noch riskant: die Fahrt zum Flughafen.